Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie war hier. Ihr seid der letzte Besucher meines Sanktums. Auch wenn ihr zu spät kommt. Genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah, wie meine Visionen es prophezeiten. Wie schnell wir uns dem Ende der Prophezeiung nähern. Es begann in Träumen. Ich sah zerrüttete Bilder vom Ende Sanctuarius. Die Schuppen einer großen Schlange trugen diese Visionen. Und so suchte ich sie auf. Meine Gedanken und die der Schlange trafen aufeinander und die zersplitterte Zukunft wurde zusammengefügt. Ich ordnete sie und die Prophezeiung ward geboren. Ich muss die Tumore zerstören, um weiterzukommen. Mehr Zeit. Brauche mehr Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Die Prophezeiung wurde zu meiner Bürde. Es gab andere, die davon wussten. Aber sie konnten das Wesen solcher Dinge nicht verstehen. Ich wusste, dass Inarius
Erlöser, der das Herz des Hasses in der Hölle durchbohrt. Ich gestalte mein eigenes Schicksal. Und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist zu groß, als dass eine undankbare Ausgeburt wie du es verstehen könnte. Verstehen. Sobald ich in der Hölle siegreich war, werden die hohen Himmel mich willkommen heißen in meiner Heimat. Ich wünschte, das wäre wahr, Vater. Verflucht sei dieser Ort. Ich werde verfolgt. Grab für euch.
Vigo, wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerill ist sie in Sicherheit. Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergebt ihr das für mich? Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein, nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen, um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja, jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Ihr braucht diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Schlüssel zur Hölle. Ich werde nicht erneut darum bitten. Das musst du nicht. Ich hatte eine Vision, wie meiner Leiche der Schlüssel abgenommen wird. Unter dem wachsamen Blick der großen Schlange in meinem Sanktum.
Wenn du auserwählt bist, wie du sagst, wird es geschehen. Es ist so ruhig. Wo ist sie? Ist er das? Ist das Rad noch? Ich weiß nicht, ob du die Wahl getroffen hättest, in dieser neuen Welt an meiner Seite zu stehen, Radma. Aber ich hätte dir den Platz dennoch freigehalten. Und nun wurde mir alles geraubt, was du hättest sein können. Gestohlen. Nur die Tore der Hölle. Eröffnet uns den Weg in die Zukunft. Eine Zukunft möglich gemacht durch dein Opfer, mein Sohn. Dieses Opfer soll nicht umsonst gewesen sein.
Mehr Fremde im Lager? Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Mirel. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden.